Wie groß muss die Ladeluftleitung sein? Bei welcher Motorleistung? Ganz oft sieht man riesengroße Ladeluftleitungen, boah krass, muss das Ding viel Leistung haben. Oder ganz oft hört man auch so ein bisschen die Aussage, ja, ich fahre 700 PS, ich brauche eine 80er Leitung oder was auch immer. Die Aussagen sind häufig übertrieben, das, was verbaut wird, ist auch häufig übertrieben. Wie man die richtige Größe dimensioniert, hängt nicht so unbedingt von der Leistungsangabe ab, sondern so ein bisschen von dem, was ich da verbaut habe. Jetzt kann ich mir, ich sage jetzt mal, eine ganz grobe Faustregel nehmen, um das jetzt ein bisschen vorab schon mal, oder die Antwort schon mal vorwegzunehmen. Der Turboladerausgang ist die Mindestgröße, die ich habe, und der Drosselklappeneingang ist die maximale Größe, die ich habe. Ideal liege ich in der Leitungsgröße irgendwo dazwischen. Drosselklappen werden häufig größer dimensioniert, weil, jetzt habe ich hier leider keine montiert an unserem tollen Vorführmotor, aber jeder kennt eine Drosselklappe, die meisten sollten eine Drosselklappe kennen. Da drin ist praktisch eine Klappe in der Drosselklappe. Das heißt, dieser Anschluss hier, wo die Leitung rangeht, also der Silikonschlauch in dem Moment rangeht, hat einen Durchmesser von, sagen wir mal, 80, das ist so häufig üblich, bei größeren Motoren vielleicht dann auch mal so in Richtung 90 oder 100. Und dann verjüngt sich das da drin so ein bisschen, da ist ein kleiner Tunnel drin und dann ist dann auch noch eine Klappe drin. Das heißt, der eigentliche Querschnitt, den ich habe, wo die Luft durchgeht, der ist etwas kleiner als das, was da vorne als Schlauch ankommt. Weil durch die Klappe, durch diese, ja, dieses Gelenk, was da drin ist und so weiter und so fort. Das heißt, die Drosselklappe ist immer ein bisschen größer dimensioniert als das, was an Luftquerschnitt oder an Strömungsquerschnitt praktisch da durchgehen kann. Nagelt mich bitte wieder nicht in den Kommentaren auf diese Begriffe fest und Querschnitt und Strömung und weiß ich was alles. Ihr wisst, was ich meine. Es ist größer. Aber eigentlich innen ist es ein bisschen kleiner. Das heißt, ich kann mit der Leitung schon mal kleiner sein. Ich muss nicht, wenn ich eine 80er Drosselklappe habe, auf eine 80er Ladeluftleitung gehen. Weil das ist einfach Unsinn. Warum ist das Unsinn? Weil dieser Raum von da durch die ganzen Leitungen hier hin, der muss gefüllt werden mit Luft. Das heißt, in dem Moment, wo die Drosselklappe hier zugemacht hat, das Pop-Off hat die ganze Luft rausgelassen oder den ganzen Überdruck rausgelassen. Die Drosselklappe macht beim nächsten Gasgeben wieder auf oder beim Losfahren oder wann auch immer. Der Turbolader muss erstmal hier überall Druck aufbauen. Jetzt stellt euch vor, ihr fahrt mit 2 Bar Ladedruck. Das dauert eine Weile. Sprich, Ansprechverhalten. Das Ansprechverhalten fällt oder sinkt, das wird halt schlechter, weil dieser ganze Raum gefüllt werden muss. Umso größer der Querschnitt dieser Leitung ist, umso mehr muss der Turbolader hier füllen, umso später ist euer Ansprechverhalten. Jetzt ist es so, dass manche Turbolader, wenn man sich die so ein bisschen anguckt, so im Bereich 600 PS, teilweise 700 oder gerade sogar noch höher, haben gerade mal einen Ausgang von ungefähr 50 mm. 50 mm ist hier ganz gut, weil an dem Punkt kommt die Luft halt komprimiert raus. Das ist ein bisschen konstruktionsbedingt durch das Verdichtergehäuse. Aber 50 mm sind dann meistens auch zu klein. In der Regel kann man sagen, wenn der Turboladerausgang so 50 mm hat, gehe ich auf 60 mm Ladeluftleitung. In den meisten Konzepten, die es dann noch gibt, ist die Drosselklappe auch ungefähr dann 70 mm. Also 10 mm größer beim Ausgang, 10 mm kleiner beim Eingang, habe ich einen schönen Mittelwert von 60 mm. Im Groben kann man sagen, der Mittelwert zwischen dem Ladeausgang und dem Drosselklappeneingang ist eigentlich das optimale Verhältnis für die Ladeluftleitung. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, ich brauche eine größere Drosselklappe, weil meine Ansaugbrücke ist so groß und so weiter und so fort. Auch hier übertreibt es nicht, werdet nicht zu groß. Ihr könnt auch dadurch Ansprechverhalten verlieren. Große Drosselklappen werden logisch bei viel Leistung eingebaut, aber auch in vielen Fällen eigentlich bei Saugern, um dann möglichst hohes Volumen zu erzeugen und möglichst wenig Widerstand bei der Strömung zu erzeugen. Aber auch hier, wenn ihr, ja, ich sag jetzt mal, eine deutlich größere Drosselklappe fahrt, könnt ihr machen, aber fahrt bitte nicht eine deutlich größere Ladeluftleitung, weil das könnte dann echt dazu führen, dass ihr Ärger mit dem Ansprechverhalten habt, dann schimpft ihr alle über den Turbolader und der war es eigentlich gar nicht. Insofern, manchmal sind die Ursachen auch ganz woanders. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen, euch einen kleinen Einblick geben, ein bisschen eine Antwort geben, worauf ihr achten müsst. Wenn ihr weiterführende Fragen dazu habt, sind wir gern für euch da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich über jeden Like und jedes Abo, was wir bekommen. Und die Glocke bitte nicht vergessen und dann bis zum nächsten Video.